Heute möchte ich euch verraten, wieso ich die Leica M10P unfassbar schön finde und trotzdem nicht glücklich damit geworden bin. Viel Spaß! Moin Leute, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich bin schon etwas länger nicht mehr aktiv auf diesem Kanal gewesen, aber jetzt bin ich umso motivierter und habe sehr viele schöne Ideen für die Zukunft und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier ein Abo dalasst. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr die zukünftigen Videos nicht verpasst. Doch nun geht es erstmal um den Star des Videos, nämlich der Leica M10P. Für viele sind die Leica M-Kameras keine wirkliche Option. Es gibt keinen Autofokus, allgemein musst du alles manuell einstellen und es gibt auch keinen Videomodus bei dieser Kamera zum Beispiel. Ich habe durch meine Leica Q2 eine Liebe für Leica aufgebaut und automatisch schielt man natürlich auf die Leica M-Modelle, da es quasi das nächste Level ist. Seit ca. 5 Monaten habe ich nun das Privileg, diese wunderschöne Kamera zu besitzen. Ich konnte damit viele Momente aufnehmen und werde euch erzählen, ob diese Kamera ihrem Hype gerecht wird oder nicht. Zum Design der Kamera braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Ich gehe sogar so weit und sage, es ist die schönste Kamera auf dem Markt. Das schwarz verchromte, ikonisch kantige Gehäuse, die minimalistische Bauweise. Zudem ist sie sehr kompakt und mit 660 Gramm relativ schwer, was mir persönlich gefällt, da sie sich so sehr wertig anfühlt. Die Knöpfe sind auf das Nötigste begrenzt. Das LCD-Display ist schön groß und sehr scharf. Als Objektiv habe ich mich für das 35mm Summilux in Silber entschieden. Es ist Geschmackssache, doch ich liebe diese Kombination. Immer wenn ich die Kamera auf meinem Schrank sehe, will ich sie direkt nehmen und damit losgehen. Etwas unpraktisch ist, dass man bei M-Kameras den Boden abnehmen muss, damit man Akku und SD-Karte austauschen kann. Was mich ein wenig am Design stört, ist der ISO-Knopf. Den muss man immer sehr umständlich rausziehen, bevor man irgendwas verändern kann. Das ist das Einzige, was ich am Design verändern würde. Eine Kleinigkeit, die bei der M10P zu erwähnen ist, es fehlt der rote Punkt. Das ikonische Markenzeichen bei Leica. Gerade für Streetfotografen ist es sehr interessant, dass der rote Punkt fehlt, da die Kamera so noch unscheinbarer ist. Dafür steht es oben schön eingeschliffen. Die technischen Daten lesen sich, wie oben schon mal erwähnt, nicht so berauschend. Vollformat mit 24 Megapixeln CMOS Sensor ausgestattet, leider keinen internen Bildstabilisator. Objektivanschluss ist natürlich der M-Mount. Die Kamera hat keinen Autofokus. Es gibt einen optischen Messsucher, der natürlich sehr beliebt ist. Keine internen Optionen auf einen digitalen Sucher. Die Kamera hat einen 3 Zoll TFT LCD Touch Monitor mit über 1 Million Bildpunkten, den finde ich besonders toll. Als Speichermedium kommen SD-Karten in die Kamera, um genau zu sein SDHC, SDXC und UHS-1. Alles klar, der langweilige Part ist nun erstmal abgearbeitet, denn bei Leica geht es nicht wirklich um die technischen Specs. Eigentlich holt man sich diese Kamera genau aus diesen Gründen. Sie beschränkt sich auf das Wesentliche. Was genau heißt das? Man hat halt nicht die Möglichkeit, Highspeed-Fotoaufnahmen von sich schnell bewegenden Menschen oder Tieren zu machen und sicher sein, dass der Autofokus seine Arbeit schon machen wird. Nein, bei der M ist jedes Foto etwas Besonderes. Okay, ich übertreibe ein wenig, aber da die Kamera zu 100% manuell bedient wird, muss man sich mehr Gedanken um Komposition, Belichtung und Fokus machen. Der Prozess, um ein Foto zu machen, ist viel intensiver und langsamer. Am Ende entstehen weniger Fotos und somit hat man auch eine geringere Auswahl. Genau das macht das Fotografieren mit einer M so großartig. Ich persönlich liebe es, die Bilder in Monochrome-Modus zu fotografieren. Das heißt, ich sehe durch den Live-View-Monitor alles in Schwarz-Weiß und die JPEGs, die dabei entstehen, sind auch Schwarz-Weiß. Wenn du natürlich im Nachhinein die Fotos noch bearbeiten möchtest, werden sie auch nochmal in RAW gespeichert, wenn du möchtest. Somit kannst du alles auch noch in Farbe verändern. Ich finde persönlich aber, dass in Schwarz-Weiß die Bilder einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl geben und die Fotografie macht mir dadurch auch mehr Spaß. Mein Vorbild ist Alan Scheller, der wirklich unglaubliche Bilder kreiert. Er hat sogar die M10P Monochrome, die kann zum Beispiel nur Schwarz-Weiß fotografieren und man hat im Nachhinein nicht die Möglichkeit, die RAW-Bilder dann nochmal zu bearbeiten, beziehungsweise die RAW-Bilder dann nochmal in Farbe zu bearbeiten. Dadurch limitierst du dich natürlich noch mehr. Er sagt sogar immer, Limitation schenkt ihm mehr Kreativität. Oder auf Englisch, the liberation of limitation. Durch die Limitation und der manuellen Bedienung passieren natürlich auch Fehler. Aber mit jedem unscharfen und nicht perfekten Foto lernt man dazu und ist umso stolzer auf jedes Bild, wo alles passt. Für meinen Job nutze ich eine Sony Alpha 1. Es ist wohl das komplette Gegenteil, was die technischen Daten angeht. Und ich will mich jetzt hier auch nicht hinstellen und sagen, dass das Fotografieren mit einer technisch perfekten Kamera keinen Spaß macht. Ganz im Gegenteil. Durch Alan Scheller beeinflusst habe ich das 24mm Summilux für 2 Monate gehabt
und das sollte auch erst mein einziges Objektiv werden. Dann durfte ich auch das 50mm Summilux für 2 Monate testen, habe auch ganz lange überlegt, ob ich das 24er und das 50mm einfach behalte, um diese Flexibilität dann auch zu haben. Aber es ist einfach viel zu teuer, solche 2 Objektive zu haben. Somit habe ich mich dann für die goldene Mitte entschieden und es ist das 35mm geworden. Doch was ist dann mein Problem? Ich habe jetzt alles aufgezählt, was toll an dieser Kamera ist und ich müsste jetzt eigentlich der glücklichste Fotokamera-Nerd sein, denn diese Kamera zu besitzen mit dieser Kombination, das wünschen sich wirklich sehr, sehr viele. Ja, jetzt werde ich euch mal ein bisschen erzählen, was mich an dieser Kamera gestört hat bzw. was mich daran unglücklich gemacht hat. Aber bevor ich jetzt hier damit loslege, bitte an alle Fotostudenten und Leica-Fanboys, seid mir nicht böse, ich liebe diese Kamera trotzdem, es ist einfach nur nicht für mich gemacht und jetzt kommt auch meine Begründung. Nach gewisser Zeit habe ich gemerkt, dass diese Kamera nicht die Zwecke erfüllt, die ich brauche. Die Limitationen sind zwar toll, aber gerade zum Beispiel das Fehlen des Suchers hat mich ein bisschen gestört. Dafür habe ich mir dann diesen Visioflex 2 von Leica gekauft. Das ist ein digitaler Sucher, der hier oben an den Blitzschuh drankommt. So, zeige ich das mal ganz kurz. So sieht das Ganze dann aus. Du kannst hier durchgucken, du kannst das Ganze sogar so dann bedienen. Richtig praktisch auch. Aber ich muss dazu immer diese Daumenstütze abmachen und tatsächlich mag ich es einfach sehr gerne mit dieser Daumenstütze zu fotografieren und das fand ich dann immer ein bisschen umständlich und es sieht auch nicht ganz so toll aus, wenn hier oben nochmal so ein fetter Klopper dran klebt. Also habe ich diesen Visioflex tatsächlich fast nie genutzt und dadurch fehlte mir der digitale Sucher. Ich weiß, jetzt kommen die ganzen Fans und sagen, die kann man doch nicht mit LiveView benutzen oder mit so einem Visioflex. Nutze doch den Messsucher, dafür ist die Kamera doch da. Kann ich auch voll nachvollziehen. Bei meinem letzten Video habe ich schon erklärt, was der Messsucher macht. Das werde ich euch mal gleich hier mal kurz einblenden. Ihr habt auf jeden Fall so einen kleinen Kasten vor euch und da schiebt ihr dann so ein bisschen hier diesen Fokusregler und sobald sich das Bild überlappt hat, dann ist das Bild scharf. Genau. Es macht auch Spaß damit zu fotografieren. Trotzdem hat es mich immer so ein bisschen gestört, weil ich habe nicht immer Lust halt auf dieser Höhe irgendwie zu fotografieren. Wenn ich mal etwas weiter tiefer fotografieren wollte oder halt einfach ein bisschen besser das Framing sehen wollte, weil du siehst hierdurch halt nicht das perfekte Framing. Du siehst halt nur ungefähr, wie das Framing sein wird. Das ist bei 35mm sogar noch ziemlich gut, weil das ungefähr die gleiche Sicht ist, wie du hier durchschaust. Aber gerade bei 24mm, da habe ich nie das Bild gesehen, was ich auch wirklich fotografiert habe. Somit habe ich dann immer alles über ein Live-View gemacht. Und das sind einfach, also mir hat es einfach keinen Spaß gemacht, mit dem Messsucher zu fotografieren. Ich könnte jetzt hier die ganze Zeit noch rumreden und sagen, ja toll, der Messsucher ist so toll. Ich persönlich habe einfach keinen Spaß damit zu fotografieren. Ich brauche irgendwie dieses Digitale. Das ist bei dieser Kamera einfach nicht der Fall, weil es einfach eine Messsucherkamera ist und dafür ist sie halt auch gemacht. Den Autofokus habe ich tatsächlich gar nicht so sehr vermisst. Doch es gab hin und wieder Fotos, wo mich die Unschärfe dann doch sehr gestört haben. Diese Kamera sollte meine Alltagskamera werden, die ich auch im Urlaub natürlich nutzen kann. Dazu war nämlich zum Beispiel auch meine Leica Q2 gedacht. Und ich habe sie dann auch mit nach Wien genommen. Im Herbst waren wir nämlich mit meiner Familie dort. Und dort ist mir das tatsächlich dann klar geworden, dass das hier wirklich nicht meine Kamera ist. Um genau zu sein, gab es genau ein Foto, nämlich dieses hier, wo ich meine Mama und meine große Tochter fotografiert habe. Ich fand einfach diesen Rahmen so schön. Ich fand es so schön, wie sie sich angeschaut haben. Ich wollte einfach diesen Moment fotografieren. Ich habe auch gedacht, das wäre alles scharf gewesen. Und als ich mir dann das Foto angeschaut habe, merkte ich, verdammt, es ist unscharf. Und nachdem ich dieses Foto geschossen habe, ist mir tatsächlich dann aufgefallen, dass ich nicht mit dieser Kamera nochmal in Urlaub fahren werde. Erstens ist sie halt super teuer, also man hat richtig Panik damit, um rumzulaufen. Und dazu kommt noch, dass sie einfach nicht hundertprozentig das liefert, was ich immer möchte. Ich habe natürlich öfters Momente gehabt, wo ich wirklich genervt war. Aber gerade bei diesem Foto hätte ich wirklich einfach sehr gerne es perfekt gehabt. Und ich glaube, mit der Leica Q2 oder mit einer anderen Kamera wäre mir das nicht passiert. Zudem habe ich natürlich bei anderen Kameras auch noch die Möglichkeit, die Videofunktion zu nutzen. Das habe ich natürlich jetzt hier nicht. Dazu komme ich aber später nochmal. Ja, ich sitze jetzt hier im Wagen, denn gestern hat leider mein Mikrofon gestreikt, aber im Endeffekt ist es egal, denn ich werde genau das gleiche erzählen, was ich gestern gesagt habe, nämlich, dass diese Kamera immer noch für mich die schönste Kamera auf dem Markt ist. Ich muss einfach jetzt eingestehen, es ist einfach nicht meine Allround-Urlaubskamera, die ich mir gewünscht habe. Und dafür ist sie mir einfach einen Tick zu teuer, als dass ich sie einfach in meinem Schrank hinstelle und ab und zu mal nutze. Da haben das, glaube ich, andere eher verdient, diese Kamera dann zu besitzen, die sie dann auch wirklich zu 100% nutzen. Ich hatte wirklich meinen Spaß damit und ich kann euch sagen, auch wenn das jetzt alles so ein bisschen am Ende negativ geklungen hat, es heißt aber nicht, dass diese Kamera
in meinen Augen irgendwie eine schlechte Kamera. Ganz im Gegenteil, ich finde, dass diese Kamera auch ihrem Hype gerecht wird. Es macht so viel Spaß, damit Fotos zu machen. Ich habe gesehen, was für schöne Fotos ich auch damit hinbekommen habe. Jedenfalls, ich finde sie sehr schön. Am Ende kann ich nur dazu sagen, es ist ein teures Missverständnis gewesen, aber jetzt weiß ich zumindest, welche meine Kamera ist, und zwar ist es die Leica Q2, denn die hat alles, was ich brauche. Es hat einen ganz okayen Autofokus, es hat ein Live-View, es hat ein tolles Display, es hat eine richtig schöne Optik, nämlich mit 28 mm, sehr viel Megapixel, und ja, ich finde einfach, dass das für mich die optimale Kamera ist. Und manchmal muss man halt etwas Teures mal ausprobieren, um zu wissen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Ich bin aber trotzdem sehr froh, dass ich die jetzt hier so lange Zeit auch testen konnte, damit ich dieses Video hier erstellen konnte. Und für alle Leute, die damit liebäugeln, ich kann euch sagen, testet sie einfach mal. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen damit glücklich werden. Aber halt nicht jeder, wie man sieht. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren sagen, welche eure Lieblingskamera ist, ob ihr auch eine Traumkamera habt und was ihr vielleicht von der Leica M10 oder Leica Q2 haltet. Lasst mich das alles in den Kommentaren wissen. Falls ihr noch mehr Videos sehen möchtet, ich lasse hier einfach mal mein Leica M10 Video und hier meine Leica Q2 Review da. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr sehr gerne machen. Denn jetzt kommen auf alle Fälle wieder viel Content. Würde mich sehr freuen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich Peace.